Wir brauchen einen neuen Termin für die Vertragsunterzeichnung. Fragen zu meinem Terminkalender beantwortet mein Sekretariat. Philipp, geht es besser. Wir müssen uns um die Zukunft von Lahnstein Enterprises kümmern. Die Zeit läuft davon. Und Linie Clarisse auch, wenn wir nicht schnell zuschlagen. Es geht weiter, wenn ich es sage. Und dein Modefüllefranz interessiert im Moment niemanden. Gilt das auch für Lahnstein Enterprises? Du siehst immer nur dich. Was denkst du eigentlich, worum es hier geht? Um eine gewaltige Konventionalstrafe an Yakamoto. Und um die Rettung unseres Unternehmens. Wie kannst du nur eine Sekunde an das Geschäft denken, während Philipp um sein Leben kämpft? Lass mich mal kurz überlegen. Stimmt, weil Lahnstein Enterprises ebenfalls kurz vorm Exitus steht. Was ist eigentlich los mit dir? Du hast so hart dafür gekämpft, dass alle Lahnsteins wieder an einem Tisch sitzen und jetzt ist es dir egal? Ich hab zu tun. Ich werde nicht zulassen, dass die ganze Familie bankrott geht, nur weil du Buttercreme im Herzen hast. Ich konnte die Pressekonferenz zur Neuordnung unserer Firma um 16 Uhr nicht mehr absagen. Ja, aber noch kannst du die Gerüchte um die drohende Insolvenz nicht wirklich entkräften. Wir informieren die Presse nur über Philipps Unfall. Zu allem anderen kein Kommentar. Mit dem Schachzug gewinnen wir wenigstens ein bisschen Zeit. Das ist kein Schachzug, Ansgar. Philipp gehört zur Familie. Das Tagesgeschäft kann warten. So, das war's. Vielleicht ist das Teil unserer neuen PR-Strategie. Ja, das ist Teil seiner üblichen Strategie. Unfähigkeit tarnen durch Nichterscheinen. Man sollte die Presse nie zu nett behandeln. Sie fangen an, misstrauisch zu werden und nach Fehlern zu suchen. Das ist bei uns ganz einfach. Bei uns sind die Fehler üblicherweise blond. Hat schon jemand bei Papa angerufen? Ach, auf die Idee ist bestimmt noch niemand gekommen, Rebecca. Mailbox bei Helena auch. Wenn Ludwig nicht ganz schnell hier auftaucht, dann reimt sich die Presse selbst was zusammen. Wie lange wollen wir noch warten? Gar nicht mehr. Entschuldige. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Wie die meisten von Ihnen sicherlich wissen, wurde der Ehemann meiner Schwester, Nicola Gräfin von Lahnstein, gestern Mittag bei einem Autounfall schwer verletzt. Der Fahrer ist nach wie vor flüchtig. Seit wenigen Stunden wissen wir nun, dass sich Prinz Philipp zu Hohenfelden nicht mehr in Lebensgefahr befindet. Aber trotz allem können Sie sicherlich verstehen, dass uns dieser erneute schwere Schicksalsschlag sehr mitnimmt. Erst dieser Waldbrand, dann dieses Unglück. Und gerade in Situationen wie diesen beweist unsere Familie einmal mehr ihren festen Zusammenhalt. Sie gerade von Schicksalsschlägen sprechen. Meinen Sie damit auch die finanzielle Sicherheit von Lahnstein Enterprises nach dem Waldbrand? Was ist dran an den Gerüchten über den baldigen Verkauf? Sie werden sicherlich verstehen, dass in dieser Situation unsere ganze Aufmerksamkeit zunächst einmal Prinz Philipp zu Hohenfelden gilt. Alles andere ist zweitrangig und ich gehe mal davon aus, dass alle Anwesenden das nachvollziehen können.